Guten Abend, herzlich willkommen in und aus Lissabon nach dem Champions-League-Spiel des FC Bayern hier bei Benfica Lissabon mit Dino Topmüller heute, unserem Cheftrainer sozusagen in der Mission als Vertretung für den erkrankten Julian Nagelsmann. Das ist hinreichend bekannt. Glückwunsch, Dino. Danke. Zu dem Spiel, zu dem Ergebnis. Dann bitte schön eure Fragen an Dino Topmüller. Yes, please. Ja, guten Abend. Ja. Zwei Fragen. Und zwar in der ersten Halbzeit hatten Sie Schwierigkeiten, überhaupt ins Spiel zu kommen. Woran lag das? Und zweite Frage, ob Sie Näheres zu der Abwesenheit von Herrn Nagelsmann sagen können, mehr als gerade jetzt in der deutschen Presse, also Stand jetzt praktisch veröffentlicht ist. Danke. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit sehr gut angefangen haben. Die ersten 10 Minuten waren wir richtig gut im Spiel, konnten dann auch Druck aufbauen. Ich habe das nicht so schlecht gesehen. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit auch einige Torchancen hatten, um in Führung zu gehen. Wir müssen auch anerkennen, dass wir gegen Benfica Lissabon spielen. Die haben dieser Champions-League-Saison bis dato noch kein Gegentor bekommen. Das ist mit Sicherheit auch keine Laufkundschaft in Europa. Von daher war es klar, dass es nicht ein einfaches Spiel wird. Und wir haben uns dann mit Sicherheit in der zweiten Halbzeit mit einem Tick mehr Ruhe im Ballbesitz dann auch ein bisschen leichter getan. Und das 1-0 war dann der Dosenöffner. Das Tor hätte aber können tatsächlich schon deutlich früher fallen. Auch die 2 Chancen von Benfica wollen wir nicht unerwähnt lassen. Die waren ja auch nicht ungefährlich, die Manu da entschärft. Aber ich denke, dass es im Großen und Ganzen ein hochverdienter Sieg war von uns. Zu der Abwesenheit von Julian kann ich gar nichts großartig sagen. Ich habe ihn gestern das letzte Mal im Hotel gesehen und bis dato habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe das heute dann vor dem Spiel, vor der Standardsitzung erfahren, dass er heute nicht auf der Bank sein kann und wünsche an der Stelle nochmal gute Besserung, hoffen, dass er schnell wieder da ist und selber dann nochmal an vorderster Front steht. Dankeschön, dann ist Tobias Altscheffel für Sportbild an der Reihe, auch zum Mikrofon bitte. Ja, Dino, hi, vielleicht kannst du mir erzählen, wie ist denn dann das Gefühl, wenn man weiß, man ist der Chef an dem Abend, alle Kameras sind auf eingerichtet, wie war die Kommunikation während des Spiels? Gab es eine mit Julian Nagelsmann und hat dein Vater, Klaus, ich glaube, der war am 1. Dezember 2002 zuletzt in der Champions League Trainer, hat sich der schon gemeldet, nachdem er dich vielleicht im Fernsehen an der Seitenlinie gesehen hat. Und Dieter, vielleicht an dich die Frage, bei Julian Nagelsmann kommt natürlich jetzt die Frage auf mit Corona-Test, gab es da irgendwas, kann ausgeschlossen werden, dass es eine Corona-Erkrankung ist oder ist es eine ganz gewöhnliche Grippe oder Erkältung bei ihm? Vielen Dank. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wenn Julian nicht da ist, dass ich dann da der Chef bin und meine eigenhändigen Entscheidungen treffe, sondern Julian war bis gestern ja noch dabei. Wir haben die Matchplansitzung, hat er selber dann auch geleitet. Die Jungs waren im Prinzip auf das Spiel vorbereitet. Am Ende des Tages waren es dann vielleicht 2 Auftritte, einmal kurz vorm Spiel dann die Ansprache zu halten. Aber das habe ich auch so gemacht, wie Julian das auch handgehabt hat, mit kurz nochmal ein Reminder für die wichtigsten Punkte im Matchplan und dann in der Halbzeit die Szenen, die wir uns angeschaut haben mit Benjamin Glück, der die Situation dann immer rausschneidet und uns vorschlägt. Also es war jetzt nicht so, dass ich da den großen Zampano gemacht habe. Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass wir im Trainerteam Julian gut vertreten haben. Mit meinem Vater habe ich bis jetzt noch keinen Kontakt gehabt. Den werde ich mit Sicherheit nachher mal kurz kontaktieren. Ich habe das jetzt nicht so für mich an die große Glocke gehangen, dass das jetzt so was ganz Besonderes ist, sondern Julian war nicht da. Dann ist klar, dass irgendeiner einspringen muss. Das habe ich gemacht. Ich nehme mich jetzt da auch nicht wichtiger, wie ich bin und sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja, dazu kann ich nur sagen, was wir vor dem Spiel schon kommuniziert haben, dass es sich um einen grippalen Infekt handelt und deswegen Julian im Hotel bleiben musste. Dann die nächste Frage, bitte. Bitte schön, ja. Auch zum Mikrofon. Yes, please. Hello, Dino. My name is Mario. I'm a journalist for Benfica TV. After today's match, what are your thoughts on the Benfica team? Thank you. Yeah, Benfica, I think they have a very good coach. They are a strong side. They have a really good organization defensively. And for me, the biggest thing of them, the most dangerous thing is that they have a very good counter attack. And that was today very important that we control this with a good structure in our offensive game and our offensive organization, that we are ready for the transition defensive. And I think in this case, we did a great job. You can't
you can't avoid everything. That's why they have also 2-3 opportunities, and therefore we have the best goalkeeper in the world in our goal, and he make 2 big saves. That helps us a lot. Dankeschön. Dann Christian Kunz für die DPA, bitte. Ich habe nochmal eine Frage anknüpfen, denn die vom Kollegen Al Jeffel. Wie war denn der Kontakt während des Spiels zu Julian Nagelsmann? Gab es den oft, gab es den überhaupt und wie wurde der gehalten? In der ersten Halbzeit während dem Spiel gab es leider keinen Kontakt. Da hat der Funkkontakt mit den Analysten nicht funktioniert. In der zweiten Halbzeit hat es dann funktioniert. In der Halbzeit hat man kurz Kontakt. Wenn einer wegen den Auswechslungen wissen will, Julian hat die Entscheidung da getroffen. Es ist auch nicht so, dass wir da irgendwo sitzen und sagen, okay, jetzt machen wir mal, was mal gerade so in den Sinn kommt, sondern das war Julians Idee, wie wir da die Wechsel gestalten sollen. Es war schon eine mutige Entscheidung dann auch, den Serge dazu bringen, aber am Ende des Tages eine goldrichtige. Dann bitte Nino Duit für Goal und Box ans Mikrofon. Ah, Herr Topmöller. Marcel Sabitzer hat heute sein Startelfdebüt gefeiert. Wie hat er Ihnen gefallen und was sagen Sie zu seiner Leistung? Ich denke, Marcel hat sich sehr gut in ein funktionierendes Team eingefügt. Wir haben ja am Sonntag in Leverkusen 5-1 gewonnen und dann ist er heute reingekommen für Leon, der auch leider krank zu Hause ist. Und ich denke, dass er einen sehr guten Job gemacht hat, so wie die ganze Mannschaft. Er hat sich gut eingebracht. Er kann mit Sicherheit noch einen Ticken mehr einen Stempel aufdrücken im Spiel. Aber wie gesagt, es war jetzt sein erstes Spiel von Anfang an. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und sind froh, dass wir ihn haben. Dann ist Manuel Bunke für den Münchner Merkur und TZ an der Reihe. Herr Topmüller, eine Nachfrage auch nochmal zu Julian Nagelsmann. Funkkontakt, wie muss ich mir vorstellen, waren Sie am Telefon verbunden oder gab es die Auswechslungen dann per WhatsApp durchgestellt? Und dann noch eine Frage zu Kingsley Coman. Er hat vorher bei der Saison gesagt, er ist froh, dass er ohne Herzprobleme mal wieder spielen konnte. Er hat ja eine gute Leistung gezeigt. Wie schön ist das auch für Sie, fürs Trainerteam und ja, wie haben Sie seine Leistung bewertet? Ja, der Funkkontakt in der zweiten Halbzeit hat funktioniert. Das kann man sich so vorstellen, dass der Xaver Zembrot oben mit den Analysten in Kontakt gewesen ist. Und deswegen haben wir da schon dann auch eine Verbindung gehabt zu Julian. King, das hat sich schon angedeutet im Training. Er ist jetzt seit knapp 2 Wochen, glaube ich, im Training und hat da auch tolle Leistungen gezeigt. Und er war total heiß heute auf seinen Startelf-Einsatz und man hat ja gesehen, wenn er wie in der zweiten Halbzeit, wenn er auftritt, dann ist es für jeden Verteidiger der Welt schwer, dieses Tempo, diese Haken zu verteidigen. Schade ist, dass das erste Tor nicht gezählt hat, wo er da diese Weltklasse-Aktion hat, wo Thomas dann noch den Abschluss hat mit der Hacke. Aber ja, er hat sich gut eingebracht. Ich meine, er ist ja für Serge in die Startelf gekommen. Serge hat davor auch super Leistungen gebracht. Also wir sind froh, dass wir da auf vielen Positionen solche Top-Spieler haben. Dann eine letzte Bitte, ja, ans Mikrofon. Hallo Herr Topmöller, Leroy Sané hat heute den Dosenöffner gegeben, teilweise auch großartig gespielt. Wie bewerten Sie seine Leistung und wie gefällt Ihnen auch seine Rolle hinter Robert Lewandowski im Zentrum? Ja, Leroy spielt ja in den letzten Spielen, spielt er sehr oft im Halbraum und nicht mehr am Flügel. Das macht er herausragend, weil er ein sehr guter Fußballer ist und er auch sehr gut zwischen den Linien spielen kann. Ich denke, dass er in der ersten Halbzeit schon sehr aktiv gewesen ist, auch mit seinem Schuss, der Zentimeter am Pfosten vorbeigeht. Hatte immer wieder gute Aktionen, hat ein super Positionsspiel gehabt, auch in der zweiten Halbzeit. Den Freistoß, den schießt er natürlich sensationell rein. Die übt er im Training, aber auch immer im Abschlusstraining nimmt er sich immer die Mauer und schießt dann 10, 20 Freistöße da auf die Kiste. Und in der ersten Halbzeit schießt er drüber, dann habe ich auf der Bank gesagt, also gestern hat er jeden zweiten reingemacht, also müsste der jetzt reingehen. Und umso schöner, dass der auch dann reingegangen ist und dann auch als Dosenöffner uns geholfen hat, das Spiel zu gewinnen. Dann vielen Dank, Dino, danke euch. Allen einen schönen Restabend noch. Servus, danke. Danke, ciao, ciao.